Hallo und herzlich willkommen zu mal einem anderen Video auf meinem Kanal zum Thema meine Zukunft auf YouTube. Ich habe es schon angekündigt, dass sich so einiges bei mir auf dem Kanal verändern wird, da ich nicht zufrieden bin. Nun bin ich nach langem Überlegen und Gesprächen Bekannten und Freunden auf die Idee gekommen, es muss sich etwas verändern auf diesem Kanal. Und ja, darüber dachte ich mal, muss ich mit euch sprechen. Erstmal zu der Frage, was wird aus meinem YouTube-Kanal? Mein YouTube-Kanal wird weiter bestehen. Wird sich in Zukunft einiges ändern, aber er wird im Endeffekt weiter bestehen. Und zwar folgendes: Es werden regelmäßig Videos kommen auf meinem Kanal, aber es werden bis auf wenige Ausnahmen wohl keine Livestreams kommen. Begründung ist folgende. Leider ist YouTube nicht in der Lage, erstens ein vernünftiges Live-Bild zu bringen. Ich habe immer sehr viele Probleme, wenn ich streame auf YouTube. Es ist momentan nicht möglich, so live zu gehen, dass man keine massenhaften Verzögerungen hat. Leider muss ich auch feststellen, dass die Resonanz auf Livestreams bei YouTube nicht die ist, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich werde weiter livestreamen, aber wie gesagt, nicht auf YouTube. Meine Livestreams, die ich woanders mache, werden natürlich von mir aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt bei YouTube hochgeladen, so damit ihr die Möglichkeit habt, weiterhin an den Livestreams teilzunehmen. Auch habt ihr die Möglichkeit, Link unten in der Beschreibung, auf meinen Twitch-Kanal zu kommen und an Livestream bei Twitch teilzuhaben. Viele von euch sind so oder so bei Twitch. Denen würde diese Änderung nicht stören. Und wer noch nicht bei Twitch ist, biete ich an, klickt unten auf meinen Link, meldet euch an, lasst ein Follow da. Ab und zu werde ich auch auf Facebook streamen. Warum auf Facebook? Facebook ist momentan ein Test. Zum Beispiel werde ich nur dann noch Facebook streamen, wenn ich nicht auf Twitch streame. Das hat mitunter auch die Seite, dass ich sage, ich möchte gern die Qualität verbessern. Momentan streame ich auf drei Plattformen und habe gemerkt, dass Lags und die Qualität sehr, ich würde mal sagen, darunter leiden. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele von euch auf YouTube nicht mehr einschalten. Wie gesagt, ich überlege mir, ob ich die Videos, die ich bei YouTube dann hochlade, von den Streams, kürze oder nicht. Das werde ich dann an euren Reaktionen merken, inwiefern ihr sagt, hey, wir wollen es so oder so haben. Deshalb noch einmal die Bitte, klickt unten in der Beschreibung auf dem Link, meldet euch bei Twitch an und seid ein Teil der Stream-Community von mir. Ich
Ich werde auch auf Hitbox aufhören zu streamen, da die Resonanz dort noch, ja, ich möchte nicht sagen, schlimmer ist, aber nennen wir es mal so rum, nicht da ist. Und dementsprechend sich auch dort einiges ändern wird. Wie gesagt, die Qualität des Streams bei Twitch ist momentan die bessere Lösung. Ich selbst werde damit glücklicher sein und ihr als Community im Endeffekt auch. Damit möchte ich euch gerne aus diesem Video entlassen und sagen, hey, wir sehen uns wieder. Und zwar vielleicht schon heute Abend mit einem Livestream auf Twitch. Auch bei Twitch wird sich demnächst einiges ändern, wie zum Beispiel mein Name wird sich ändern, sobald dieser frei ist. Und wer dabei sein will, ja, wisst ihr ja, unten in der Beschreibung. Also, ciao, ciao, ich bin Ruahus.